Hallo, ich bin Ranger Sascha. Ich bin schon von Anfang an im Nationalpark Eifel dabei. Und da mir die Natur sehr am Herzen liegt, nehme ich euch jetzt mal mit auf einen kleinen Streifzug durch die Natur. Ja, zur wichtigsten Nationalparkregel gehört, dass wir die Wege nicht verlassen. Denn Natur Natur sein lassen kann nur stattfinden, wenn wir die vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten und deren Räume respektieren. Die Wege sollten nicht verlassen werden, weil dort sehr viele Tiere und Pflanzen einen Rückzugsort gefunden haben und gerade im Nationalpark geschützt werden müssen. Ja, wir befinden uns hier im Kermeter, dem ökologischen Herzen des Nationalparks im Kerngebiet. Und aufgrund des erhöhten Besucheraufkommens haben wir festgestellt, dass es nochmal nötig ist, die Besucher an die Spielregeln im Nationalpark zu erinnern. Auf diesem Weg sei vor allen Dingen gesagt, dass es unterlassen werden sollte, Feuer im Nationalpark zu machen. Wir stellen immer wieder fest, dass Besucher in den Abendstunden oder wann auch immer Feuer unterhalten, was eine ganz besondere Gefahr im Nationalpark darstellt. Ja, also hier sehen wir eine Feuerstelle und wenn man bedenkt, es hat die letzten Tage ein bisschen geregnet und es ist erst wenige Stunden quasi her und das Laub ist sehr, sehr trocken und da reicht wenig Funkenflug, um hier im Wald ein großes Feuer zu entfachen, wo man nicht mal so schnell Herr drüber wird. Und das ist halt die Gefahr, die es zu vermeiden gilt. Deswegen auf Feuer unbedingt verzichten. Ja, wenn man bedenkt, was für verheerende Folgen selbst eine Zigarettenkippe haben kann, die achtlos weggeschmissen wird, umso schlimmer ist natürlich noch ein großes Feuer, wenn es unterhalten wird. Das kann dann auch mal teuer werden. Mir ist es persönlich natürlich lieber, wie allen Kollegen auch, dass die Waffe des Rangers das freundliche Wort ist. Wenn ihr von den Parkplätzen in den Nationalpark kommt, findet ihr immer diese großen Schilder, 2x3 Meter groß, wo ihr die Ver- und Gebote des Nationalparks wiederfindet. Zum Beispiel, dass ihr nichts mehr sammeln dürft, nichts mitnehmen dürft. Nicht nur große Feuer, sondern auch kleine Feuer in Form von Zigarette. Besser sein lasst in der Natur, die Wege nicht verlasst. Und es wäre sehr schön, wenn noch mehr Besucher im Nationalpark diese Schilder lesen und dann auch die Ver- und Gebote beachten würden. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt die Spielregeln im Nationalpark etwas besser rüberbringen und dass euch die Natur genauso am Herzen liegt wie mir.